Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Qualin-Video. In diesem Video werde ich Services zum Lesen aller Bücher und zum Lesen eines einzelnen Buches realisieren. Vor dem Programmieren steht allerdings die Planung an. Ich muss mir Gedanken machen, welche Aufgabe soll dieser Service erfüllen, unter welchem Pfad ist er zu erreichen, welchen Bezeichner wähle ich für die Java-Methode, welche HTTP-Methode wird eingesetzt. Das ist in dem Fall GET, weil wir ja Daten lesen wollen. Braucht dieser Service irgendwelche Parameter? Und in welchem Format liefere ich die Antwort? Erst nachdem ich mir diese Gedanken gemacht habe, geht es ans Programmieren. Ich habe hier eine neue Klasse BookService in meinem Service Package erstellt. Und hier lege ich jetzt los mit der Umsetzung. Als erstes definiere ich den gemeinsamen Pfad für alle Services, die in dieser Klasse stehen werden. Das ist Book. Die HTTP-Methode lege ich über die Annotation @get fest. Den Pfad für diesen Service lege ich wieder mit @path fest. Und über @produces definiere ich, wie die Daten an den Client geliefert werden. Ich wähle hier den Media Type Application JSON. Nun kommt die eigentliche Java-Methode. Diese liefert ein Response-Objekt als Antwort. Sie soll nämlich nicht nur die Daten an sich liefern, sondern zusätzlich Angaben wie HTTP-Status-Code, vielleicht später auch mal ein Cookie. Die Methode heißt ListBooks, hat keine Argumente. Nun definiere ich hier drin eine Liste von Büchern, nenne die Booklist. Um die Bücher zu lesen, rufe ich im Data Handler getInstance auf und von dieser Instanz dann die Methode ReadAllBooks. Das ist schon alles, um die Bücher zu lesen. Kommen wir zum Return-Wert. Wie schon gesagt, das ist ein Response-Objekt. Status gebe ich 200 zurück. Dann brauche ich als Entity die Daten, die ich liefern will. Und das ist nun das Schöne am Jersey Framework, das wir verwenden. Es wird nun diese ArrayList aus Java-Objekten selbstständig ins JSON-Format konvertieren. Einfach aufgrund von dem, dass ich im @produces gesagt habe, wie ich die Daten gerne senden möchte. Zuletzt noch Build und damit ist diese Methode auch schon fertig. Selbstverständlich gehört auch JavaDoc-Dokumentation dazu. Nun will ich den Service gleich austesten. Starte also hier Compile und Deployment. Im Browser sehe ich nun mal, dass meine Applikation deployed wurde, also die Index.html wurde gefunden. Hier gebe ich jetzt die URL meines Service an und stelle fest, Status 404. Ich weiß, dass sowohl Server wie auch Applikation existieren, also muss irgendwas bei meinem Pfad hier, Resource Book List, nicht in Ordnung sein. Kontrolliere also mal hier im Book Service, ich sehe das Book List. Ich schaue im Config und hier stelle ich fest, ich habe vergessen, meine neue Service-Klasse zu registrieren. Das ist gerade etwas, was am Anfang recht oft passiert. Man erstellt eine neue Service-Klasse, vergisst aber, sie hier einzutragen. Also hole ich das jetzt nach, starte dann den Server neu und hoffe, dass es jetzt alles klappt. Ich rufe das nochmal auf und siehe da, Status 200, ich sehe die Daten, hier im Firefox jetzt direkt als JSON-Struktur schön dargestellt. Ich könnte mir auch die Rohdaten anschauen. Sieht man, es ist einfach ein String, nicht ganz so spannend. Bevor ich weitermache, will ich diesen Testcase auch im Postman hinzufügen, dass ich ihn später jederzeit wieder durchführen kann. Also gehe ich hier zu meiner Collection,
Füg einen Request hinzu. Die URL nehme ich mir hier aus dem Browser. Speichern, absenden. Und auch hier sehe ich die Bestätigung, ja, der Service funktioniert. Damit ist mein Service, um alle Bücher zu lesen, fertig. Ich kann mich aufmachen, um den nächsten Service zu realisieren. Auch beim zweiten Service beginne ich mit der Planung. Der Hauptunterschied hier ist, dass ich jetzt neu einen Parameter habe. Ich will ja nicht alle Bücher lesen, ich will ein bestimmtes Buch lesen. Deshalb lege ich fest, dass der Parameter mit dem Schlüsselwort UUID übergeben werden soll. Die Umsetzung ist zunächst sehr ähnlich. Ich beginne wieder mit der HTTP-Methode, der Pfad, auch diese Methode soll JSON-Daten zurückgeben. Auch hier ist ein Response-Objekt als Return-Wert. Der Unterschied ist nun eben der Parameter. Da dieser Parameter als Teil der URL übertragen werden soll, verwende ich die Annotation @queryParam. Hier in den runden Klammern trage ich das Schlüsselwort ein, wird also über UUID identifiziert. Und anschließend brauche ich noch eine Java-Variable, die den Wert dieses Parameters speichern soll. Ich nenne die BookUUID. Ich definiere ein Book-Objekt, rufe DataHandler-GetInstance auf, diesmal die Methode ReadBook bei UUID und übergebe nun diese BookUUID, die ich als Teil der URL erhalten habe, als Antwort zurück. Wiederum erzeuge ich mein Response-Objekt. Entity ist diesmal das Book-Objekt. Doch das will ich natürlich gleich mal austesten. Ich gebe also den Pfad an Resource Book Read, dann ein Fragezeichen, das anzeigt jetzt folgende Parameter. Schlüssel ist UUID und dann brauche ich natürlich die UUID eines Buchs. Die kopiere ich mir hier aus meiner Datei mit den Büchern. Die Anführungsschlusszeichen brauche ich nicht. Und offenbar funktioniert dieser Request auf Anhieb. Auch hier wiederum in Postman erstelle ich einen entsprechenden Request, um diesen Test voll wiederholbar zu machen. Hier mir wiederum die URL aus Firefox. Was jetzt hier sehen, ist, dass automatisch die Parameter da unter Params als Paare von Schlüssel und Wert eingefügt werden. Ich könnte hier in der Liste auch weitere Parameter definieren. Die würden dann in der URL entsprechend eingefügt. Diesen zweiten Parameter werde ich wieder entfernen. Außerdem erstelle ich jetzt gleich noch ein Duplikat dieses Requests. Ich will nämlich auch den Fall testen, wie reagiert der Service, wenn die UUID nicht existiert. Also zweiter Request für Not Found. Hier muss ich jetzt einfach in der UUID irgendwas verändern, dass sie nicht mehr gefunden wird.
speichern, absenden. Sie sehen, ich habe jetzt hier Status 200, aber keine Daten. Das heißt, auch dieser Fall funktioniert. Damit sind meine beiden Services soweit fertig realisiert. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen, Ihre eigenen Services zu realisieren. Bis zum nächsten Mal, Ihr Qualin.